Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Wir können übrigens Suizid begeben, aber das werden wir natürlich nicht machen. Wir werden stattdessen hier rumlungern. Wir hoffen, dass uns nichts passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit raus ich gehen darf, bis die Zombies kommen. Kommen die Zombies überhaupt nicht? Okay, da ist ein Zombie. Aber ich denke mal, solange ich schleiche, bin ich in Sicherheit. Ich weiß ja gar nicht, ob die hier reinkommen können. Die Musik hat aufgehört. Oh, oder auch nicht. Ich würde hier einfach mal eine Fliege entlang. Okay. Kein Problem, wir haben ja Zeit. Wir können uns hier ein bisschen umsehen. So, was haben wir noch? Damit können wir Wasser destillieren. Ein Generator für Strom. Und um Items wegzuwerfen, die wir nicht brauchen. Die kann ich doch auf den Boden werfen. Das ist das Problem. So, damit können wir Fell gerben. Eine Werkbank. Ist alles nicht so schwer zu machen, ne? So rein theoretisch gut 20 Stück muss man erstmal finden. Ich hatte schon voll viele gefunden. Wir hätten uns hier eine Werkbank locker bauen können. Sägemaschine. Kleines Haus brauchen wir nicht. Wir haben schon ein Haus. Und Strom. Damit können wir wahrscheinlich die Zombies verjagen, ne? 75 Einheiten verbraucht das, okay. Aber ich würde glatt behaupten, erstmal ein Bett. Und jetzt möchte ich gerne testen, kann ich schlafen? Bin aber durstig. Vielleicht sollten wir vorher etwas trinken. Drink little. Oh, trinken noch ein bisschen. Die Wasserflasche können wir bestimmt nachfüllen, ne? Okay, jetzt versuchen wir mal ein paar Stunden zu schlafen. So 5 Stunden. Gucken wir, ob wir das Ganze einfach aussitzen können. Tatsächlich. Aber jetzt ist es mitten in der Nacht. So wirklich besser ist es nicht geworden. Mein Fuß ist immer noch verletzt. Was soll denn das? Schlafen wir noch ein bisschen. Oh, es ist erst 22 Uhr. Ach du Scheiße. Ey, ich kipp hier doch alles um. Gott, nicht laufen, Zero, nicht laufen. Okay. Wir müssen schlafen. Ich würde sagen, die Sonne geht um 7 auf. Keine Ahnung, wenn die Sonne aufgeht. Tschüss, Hunger. Oh, Kälte habe ich auch. Ja. Die Sonne. Okay, 7 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Ich denke, da sind noch keine Zombies am Start. Okay, wir haben Hunger und alles. Unser Bein ist nahezu geheilt. Hier packen wir das Zeug erstmal rein. Wir haben ein bisschen was zu essen am Start. Eat. Ah, guck mal, der Durst geht auch hoch. Dies war aber nicht viel Essen. Gut, wir werden jetzt sowieso losziehen und wieder versuchen, ein paar Sachen zu finden. Dafür werde ich die Axt erstmal wegpacken. Weil, was ist eigentlich besser? Silent Kill. Okay, dann weiß ich, was ich mitnehmen werde. Hallo, ich will die Axt hier wegnehmen. Kann ich es nur ersetzen? Ich habe die Axt in der Hand, ne? Okay. Silent Kill ist schon mal sehr gut. Hier packe ich mal mein ganzes Holz hin. Das Wasser werden wir behalten. Ich hoffe nicht, dass ich sie verlieren werde. Das wäre ein bisschen blöd. Ach, guck mal, hier sind auch noch Stümpfe übrig geblieben, ne? Okay, wir hatten da hinten irgendwas gesehen, ne? Wo war da hinten? Ist nicht dein Ernst, Bär? Der Bär verfolgt mich. Bär, was soll das? Okay, wir sollten erstmal in der Nähe unseres Hauses anfangen zu looten. Da ist ja die Bergwand. Das heißt, unser Haus ist ja gleich um die Ecke, ne? Okay. Gehen wir hier erstmal zu den Autos.
Hoffen, dass wir hier irgendwas finden. Ich habe mein Bein überstrapaziert. Kacke. Oh, ist das blöd. Oh, ich habe nicht mehr dran gedacht. Was ist das bitter? Kann ich nicht einfach sterben? Und dann ist es oh, wie aus Zauberhand geheilt. Was haben wir denn hier? Oh, Munitione. Munitione ist immer gut. So, hier haben wir noch ein Brettchen. Oh, trinken ist immer gut. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, Beef. Kann man immer gebrauchen. Okay, ich vermute mal, dass wir so keine Zombies sehen. Oh, ich war fast geheilt, Leute. Ich war fast geheilt. Das ist bitter. Können wir uns irgendwie versorgen? Ich glaube nicht, ne? Dreck. Ich brauche Bandagen. Ein sehr guter Anfang. Hätte ich mich doch bloß niemals mit diesem Zombie angelegt. Guck mal, der hat Reifen, oder? Nee. Ist auch kaum befahren. Funktioniert auch nicht richtig. Ist da irgendwas? Nein. Nee, können wir nichts rausnehmen. Und da ist auch nichts drin. Geil. Aber einen hübschen See haben wir hier. Ich hoffe, da kann man ein bisschen was auffüllen. Guck mal, was der hier hat. Moment. Ich kann doch meine Axt Sachen kaputt machen, ne? Sollte ich vielleicht das nächste Mal ausprobieren. Da ist mal nichts drin. Noch eine Säge, sehr schön. Wir wissen mittlerweile, dass Sachen kaputt gehen. Von daher alles gut. Somit haben wir auf jeden Fall schon mal Ersatz. Ich muss auf mein Bein achten. Ich darf es nicht überstrapazieren. Aber wenn ich blute, heißt das doch so. Fuck. Ich muss meine Sachen sichern. Solange ich noch am Leben bin. Oh nein, 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 nein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mein Bein überstrapaziere. Ich werde nämlich in wenigen Sekunden sterben. Und ich hoffe, dass meine Sachen hier drinnen bleiben. So. Jetzt können wir verbluten. Bitte schön, Natur, tu. Ah. Ah, okay, ich habe nichts verloren. Aber mein Bein heilt wieder, sehr schön. Ich werde mich jetzt nicht beeilen. Ich werde ganz chillig sein. Und hier sind Sachen neu gespawnt. Steine sind vom Himmel gefallen. So gefällt mir das. Ah, hier ist eine Axt drinne. Okay, bis das verheilt ist, müssen wir aufpassen. Erstmal muss meine Blutung gestillt werden. Ich bin immer noch fast tot. Dieses Dreck. Der Bär ist hoffentlich nicht in der Nähe. Kommt gleich der Bär auf mich zugelaufen. Batz, bin ich tot. Das wär's doch. Okay. Gucken wir mal, dass wir unsere Sachen wiederholen. Ich hoffe, es ist möglich. Ich hoffe, es hat funktioniert. Jetzt ist der Wagen bestimmt weg. Und all mein Loot auch. Ich will aber zu den Häusern. Bei den Häusern gibt es bestimmt geile Sachen. Jetzt muss ich nur noch erlernen, wie man diesen Silent Kill macht. Und dann dürften wir eigentlich die Zombies nichts ausmachen, oder? Hoffe ich doch. Wer ist der Profi? Völlig Leben? Habe ich in der Hand? Nichts. Aber meine Taschen sind eh voll. Wir müssen zurück. Okay. Ich esse die Beeren. Ah, Sachen vergammeln auch. Scheiße.
Na gut, wissen wir Bescheid. Wir laufen kurz zurück. Sachen ablegen. Sachen müssen geschützt werden. Ich habe das Gefühl, ich verliere Leben. 32 Grad Fahrenheit. Ist doch Fahrenheit, oder? Ist das viel? Wie viel ist 32 Grad Fahrenheit, Leute? 32 Grad Fahrenheit in Celsius, okay. Null. Wir haben also gerade 0 Grad. Okay. Das ist nicht sehr warm. Ah, das ist mein Zuhause. Sind wir nicht da auch gekommen? Wieso kommen wir selbst von da? Egal. Ich höre Schritte. So höre ich Schritte. Fuck. Muss meine Sachen in Sicherheit bringen. Ist das der Bär? Ist das ein Eindringling? Ich kann gar nicht alles sichern, ne? Nur die wichtigsten Sachen. Was ist das? Painkiller. Ich habe schon gedacht, ich werde jetzt hier beklaut. Junge, Junge, Junge. Hauptsache, Bärli greift mich nicht an. Ich muss irgendwie einen Schrank bauen oder so. Was brauche ich für einen Schrank? Zwei Komponenten habe ich. Vier. Security Locker kostet schon ein bisschen mehr, okay. Also, wir brauchen Holz. Und wir haben zwei davon. Nee, das ist vier. Okay, das heißt, wir können uns auf jeden Fall etwas bauen. Und zwar haben wir vier Metal Sherp. Wir haben acht. Okay, sehr schön. Ich meine, am Anfang muss das alles ja nicht hübsch sein, sondern es muss funktionieren. Medium Container, Small Container. Okay, das heißt Large Container. Ja, das wäre noch schön gewesen. Bauen wir so ein. Rotate Q und R. Der Bär soll sich verziehen. Gott, ich höre den doch. Will der von mir? Es muss alles perfekt sein. Habe ich die Tür zugemacht? Bitte sag mal, dass ich die Tür zugemacht habe. Hallo Bär? Hey, was geht, Kumpel? Hey! Ich weiß nicht, ob er freundlich ist. Er sieht mich nicht. Ich glaube, der sieht mich einfach nur nicht. Ich denke mal, der ist gefährlich. Ansonsten würde er hier nicht rumlaufen. Na gut, wir haben noch mehr Platz zum Verstauen gemacht. Sehr schön. Das werden wir später dann ersetzen. Und ich glaube, ich muss die Axt mitnehmen, ne? Aber die Axt verbraucht sich auch. Also kann ich nicht wahllos irgendwas kaputt machen damit. Was habe ich jetzt alles dabei? Okay, ich habe nur mein Messer dabei. Er brauche ich auch nicht, um zu überleben. So, Bär, ich hoffe, du tust mir nichts. Ich will es ehrlich gesagt nicht herausfinden. Ich gehe lieber ein Stück weiter weg. Oh, ich habe hier Licht.
Das nicht funktioniert. Okay. So, wir wollten zu den Häusern, ne? Und wir müssen auf jeden Fall das Auto reparieren. Mit dem Auto können wir sicherlich. Scheiße, ich gehe zurück. Muss zurück. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, denn jetzt ist der Bär bestimmt direkt vor der Tür. Alles mitnehmen, was geht, und in Sicherheit gehen. Tschüss. Okay, dann schlafen wir eine Stunde. Wake up. Heard something? Okay. Bin irgendwie aufgewacht, weil ich irgendwas gehört habe. Okay, wir schlafen einfach weiter. Einfach weiter. 2 Stunden. Hält das 2 Stunden an? Verzieh dich! Scheiße. Oh nein. Sie kommen in mein Haus! Ich bin verwundet. Ich brauche Nägel. Oh Gott. Oh nein. Habe ich ja was in meinem Inventar? Ja, ich muss das Zeug aus meinem Inventar schaffen. Hör mich nicht, hör mich nicht, sieh mich nicht. Mist. Aber man kann sie killen. Mit dem Messer geht das sehr leicht. Ich weiß nicht, soll ich ihn anlocken? Hallo? Okay. Könnt ihr nicht den Bären für mich angreifen? Wäre das machbar? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir Nägel herbekommen. Habe ich Nägel? Habe ich vielleicht eine Nägelkiste oder so? Es ist Munition. Aber wir können mal kurz die Zeit nutzen, um uns zu organisieren, mal was zu essen. Es ist nicht wirklich viel. Painkiller. Oh. Mach keinen Scheiß, Junge. Der Nebel ist weg. Runterfallen die oben. Auch nicht schlecht. So, ich bin durstig. So. Hätte ich mir fast gedacht. Ups. Trinken wir den mal. Und dadurch kriege ich kein Material. Okay, wir müssen uns jetzt dringend neu organisieren. Wir brauchen unbedingt Stuff. Vor allem Nägel. Wenn ich mir so angucke, wie die einfach hier reinkommen und sich dann Keks freuen, das ist uncool. Jetzt kann ich wenigstens losziehen. Aber es ist erst 12, okay. Es ist erst 12. Wird jetzt aber nicht nochmal neblig, oder? Sieht so neblig aus, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Da hatten wir ja beim ersten Mal Glück. Da wusste ich nämlich noch nicht, dass man mit dem Messer etwas erreichen kann. Fast hätte ich es wieder vergessen. Wir sind fast geheilt. Auch wenn unsere Hand ein bisschen jetzt verletzt ist. Ich irgendwas im Auge habe. Aber naja.
Und ich denke mal, nachts wird uns ziemlich kalt und diese Kälte wird höchstwahrscheinlich auf unseren Hunger anschlagen, weil wenn unser Körper mehr Energie produzieren muss, um Wärme herzustellen, sind wir A, erstmal unausgeschlafen, was eigentlich logisch wäre, aber in diesem Spiel wahrscheinlich eher nicht der Fall ist. Und B, werden wir wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen und somit auch hungriger werden. Irgendwelche Zombies hier? Nein? Okay. Mülleimer. Von da kommen wir, ne? Gehen wir mal hier hoch. Keine Zombies. Eine Batterie. Zwar nur 5% aufgeladen, aber immerhin. Ich denke mal, den kann man am Generator auffüllen. Jetzt verzieh dich. Wieso schwirren Mücken immer dir vor der Fresse rum? Oh. Neun Millimeter. T88. Wieso liegt die Munition nebeneinander, wenn sie nicht kompatibel ist? Oder ist sie kompatibel? Was? Ah, ist sie. Okay. Wir haben zwei Munition. Ein Chip. Ich werde meine Munition natürlich nicht einfach so verschwenden. Das wäre ja ein bisschen blöd. Ich denke, so Nahkampfwaffen werden wir dann wahrscheinlich für Zombies benutzen und Schusswaffen für Menschen. Weil wir wissen jetzt, dass es Menschen gibt, die einem übrigens nichts Gutes wollen. Das finde ich cool, dass es hier eine zusätzliche KI anstatt Monster gibt. Rifle Armor, okay. Zucker. Noch mehr Zeug. Eine Flasche. Die können wir bestimmt unten auffüllen und dann in den Destillator packen. Und Bandagen. Nice. Ja, jetzt sind wir sowieso fast geheilt. Jetzt laufe ich noch eine Runde, verletze mich wieder und dann ist alles gut. Dann sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben. So, waren wir hier schon überall? Waren wir schon hier oben drinne? Nein. Neun Millimeter. Das sind doch die hier, oder? Okay, Munition wird nicht beim Nachladen verschwendet. Das ist gut. Okay, wir haben vier Schuss. Wir können zoomen. So, wo gehen wir als nächstes hin? Das ist hier die Frage. Wie sieht es aus mit meinem Inventar? Ich wusste, dass ich Leben verloren habe. Vorher hatten wir nämlich ein blutendes Bein, jetzt haben wir einfach nur ein verwundetes Bein. Und das muss auch nochmal heilen. Ich werde jetzt meine einzige Bandage. Achso, die Bandagen sind einfach nur dazu da, um die Blutung zu stoppen, ne? Healing Wounds and Stop Bleeding. Achso, beides. Aber nee, das heilt ja von alleine. Darf das Bein jetzt nur nicht wieder anfangen, dann zu bluten? Wir bleiben doch hier in der Nähe von unserem Zuhause. Ich denke mal, das ist anfangs wichtig, erstmal um dein Zuhause zu säubern. Also, falls ihr die gleiche Map habt wie ich, ist es nicht prozedural generiert. Ich nehme es einfach nur an, weil solche Spiele halt immer so sind. Also nicht wundern, falls ihr das gleiche Gebiet habt wie ich, obwohl ich gesagt habe, das ist prozedural generiert. Am besten die Produktbeschreibung angucken, dann passt das meistens. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Ich habe mir den Trailer reingezogen, der hat mir gefallen. Und ich dachte, ein neues Survival-Spiel wäre geil. Berli, lass mich in Ruhe. Verfolgt mich der Hoshi? Ich glaube schon, ne? Okay, wir müssen zu den Bergen, wenn wir nach Hause möchten. Das müssen wir uns nur merken. Ein Huhn! Okay, hier sind Hühner. Merken für die Zukunft Hühner.
So, wir können nochmal zum Hotel zurückkehren und die Zombies da mit unserem Messer verjagen, weil so schwer war das nicht. Das Problem ist nur, ich wäre gern geheilt. Oder vielleicht erschießen wir sie auch einfach. Weil im Endeffekt können die sich eh nicht wehren. Ein netter Bauernhof hier. Da hinten sind auch noch Häuser. Da ist eine Farm. Ich glaube, da waren die Menschen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwo waren sie. Vor allem egal, wo du hingehst, wo Häuser sind, da können Menschen drin sein. Muss man echt aufpassen. Da wirst du abgeknallt. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ah, noch ein Kampfmesser. Sehr schön. Haben wir Ersatz, falls dieses irgendwann mal kaputt geht. Rex. Oh nein, ich bin überladen. Wie sieht's aus? Mir geht's eigentlich ganz gut, ne? Weg mit dem Stein. Nehmen wir das mit. Und dann gehen wir nach Hause. Unser Zuhause war in diese Richtung, ne? Um mich herum sind nur Berge. Man braucht hier echt mal so ein Symbol, wo sein Zuhause ist. Das wäre cool. Nein. Oh, nein, 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 nein. Ah, ich hab's wieder verkackt. Ich gehe jetzt aber deswegen nicht drauf, oder? Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Müsste ich überleben. Wie spät ist das? 14 Uhr. Es ist auch noch viel zu früh zum Schlafen gehen. Vielleicht hacken wir noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Reserve aufbauen. Oder wir können mit dem Zeug, was wir schon haben, ein bisschen was bauen. Das wäre cool. Oh, die Blutung ist gestoppt. Sehr schön. Oh, ich werde diese Beinverletzung niemals los. Oh, das sehe ich doch. Und mein Arm ist auch verwundet. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Blut verlieren, weil der Arm ja verwundet ist. Gibt es hier eine andere Ansicht? Nein. Gibt nur die Ego-Ansicht. Das ist echt die schlimmste Verletzung, die man sich zuziehen kann. Wie lange muss ich damit schon leben? Ewig. Aber wenn ich jetzt schlafen gehe. Das Wasser ist auch nicht sauber, was wir da haben, ne? Wir gehen mal zum Wasser. Gucken wir, dass wir Wasser mitnehmen können und hoffen, dass wir den Destillator schon bauen können. Das wäre ein Riesensprung nach vorne. Gut, um Alkohol mitzunehmen, ja. Okay, es funktioniert, aber wir brauchen die Wasserflasche dafür. Nehme ich mal stark an. Rennen wir auf jeden Fall nach Hause. Das heißt, wenn wir den Destillator gebaut haben und hierher zurückkommen, geil, dann können wir unser Wasservorrat aufstocken. Ist das unser Haus? Ja. Na gut, das ist in der Nähe des Sees. Das gefällt mir doch. Es wird bestimmt noch größere Häuser geben. Hier im Umfeld. Vielleicht sogar bei den Banditen. Eines Tages komme ich, Freunde, und werde mich rächen. Das verspreche ich. So, Mr. Bär ist aber nicht zu Hause, oder? Der hat mich doch verfolgt. Hoffe ich. So, was brauchen wir überhaupt für den Destillator? Flaschen haben wir. 20 Komponenten. 20. Wir können uns eine Werkbank bauen. Ah, da kriegt man mehr Items. Okay, dann bauen wir einfach die Werkbank auf. Oder wir packen erstmal unsere Sachen hier rein und kümmern uns um anderes Zeug. Dann können wir das nachts nämlich machen. Das ist doch eine gute Idee. Ich habe bestimmt noch mehr davon. Nein, habe ich nicht. Meine habe ich verschwendet, stimmt. Und irgendwann bringe ich hier auch noch mal ein bisschen Ordnung rein. So.
Frag mich, ob ich die Sachen einfach auf den Boden legen kann und ob sie dann da bleiben. Okay, die Waffe behalten wir sie. Ja, komm. Zur Not. Dann holen wir ein bisschen was zu trinken. Nehmen das hier noch mit, damit das hier nicht rumliegt. Dann holen wir uns mit der Wasserflasche, die wir haben, schon mal ein bisschen Wasser ins Haus. Nächster Step wäre dann höchstwahrscheinlich das Motel säubern. Oder es zumindest versuchen. Denn die Zombies sind hier nicht so cool, muss ich sagen. Nicht cool. Das muss ich überlegen. Das ist ja nur mal zuschlagen, ne? Wie mache ich den Stealth Attack? Das würde ich gerne wissen. Wie greife ich sie hinterrücks an? Alles mitnehmen, was geht. So, Wasserflasche auffüllen. Bitteschön. Müssen wir nur noch destillieren. Glaube ich. Ich will es ehrlich gesagt nicht wagen. Wenn es uns wirklich mal so schlecht geht, dass wir es trinken müssen, werde ich es auch trinken. Aber bis dahin werde ich versuchen, es nicht zu tun. Ja, ich würde sagen, das war ein ereignisvoller Tag. Wir haben mal wieder voll verkackt mit dem Fuß. Wir haben überanstrengt. Die Wunde ist aufgeplatzt und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns einfach morgen zu einer neuen Folge wieder und dann hoffentlich werden wir es überleben. Haut rein, euer Zero, tschüss.